Hallo, liebe Kinder, ich begrüße euch und möchte euch heute das Märchen vom Glück erzählen. Das Märchen kommt aus Burma. Es war vor langer, langer Zeit, da lebte einmal ein Vater. Der hatte so viel zu vererben: Tier, Acker und auch Land. Doch er hatte zwei Söhne und wollte nicht, dass sich seine zwei Söhne streiten, wenn er denn mal stirbt. Und so hat er schon zu Lebzeiten sein Erbe vorbereitet und alles geteilt, ob Vieh, ob Acker. Und als es soweit war, dass er starb, bekamen beide Söhne den gleichen Anteil. Doch bei dem einen, da wurde das Vieh immer mehr und immer mehr und die Frucht auf dem Acker gedieh sehr, sehr gut. Und bei dem anderen, ach, das Vieh wurde krank, die Kinder wurden krank, der Acker taugte auch nicht viel, da war er schon sehr betrübt. Eines Tages dachte er sich, ich muss mal nachts schauen, was bei meinem Bruder auf dem Feld so los ist. Und er nahm sich Zeit und ging eines Abends zum Acker seines Bruders. Von weitem sah er schon ein Licht und wie er drauf zukam, da sah er einen Mann, riesengroß, in Samt und Seide gekleidet und mit einem Lächeln und Strahlen. Da fragte er, wer bist du? Ich bin das Glück deines Bruders. Ich achte darauf, dass der Acker seine Frucht trägt und dass die Tiere und die Familie gesund bleibt. Ach, und wo ist mein Glück? Ach, da sprach das Glück. Dein Glück liegt auf dem höchsten Berg und schläft. Am besten du nimmst dir einen Knüppel und gehst des Weges und wächst dein Glück mal auf. Das ließ er sich nicht zweimal sagen. Er nahm den besten Knüppel, den er finden konnte. Und er ging des Weges. Ich werde mein Glück schon finden. Am Wegesrand saß ein Löwe. Die beiden kamen ins Gespräch. Und da sagt der Mann, hallo Löwe, du siehst ja so traurig aus. Ja, weißt du, ich habe ein Problem. Ich fresse und fresse und fresse und werde nicht satt. Was kann ich da nur tun? Da sagt der Mann, warte, bis ich wiederkomme. Und der Löwe setzte sich in eine andere Ecke und war weiterhin sehr, sehr hungrig und traurig. Dann ging der Mann weiter und kam an ein großes Stadttor. Da müsst ihr anklopfen. Nochmal. Die Wachleute taten ihm die Türe auf und sprachen, oh, wo willst du hin? Ich suche mein Glück. Ach, wenn du dein Glück suchst, wir haben da ein Problem. Kannst du dich ein bisschen mit unserer Prinzessin mal unterhalten? Gerne. So wird ihm die Prinzessin vorgeführt. Und die Prinzessin sagt, ach, ich bin so unglücklich. Da sagte man, warum? Ich regiere mit Liebe. Und mein Volk schlägt sich die Köpfe ein. Was soll ich nur tun? Warte, bis ich wiederkomme.
So ging er weiter und kam an einem Acker zu einem Bauern, der war am Frühstücken. Er sagte, dass er Hunger hätte und der Bauer lud ihn ein, mit ihm zu speisen. Die beiden frühstücken und kommen so ins Gespräch. Da fragt der Bauer, was willst du? Wo willst du hin mit diesem Knüppel? Ach, ich suche mein Glück. Ach, weißt du, ich bin auch etwas unglücklich. Ich habe auf meinem Acker eine Fläche, wohl so groß, wie man gucken kann. Da wächst kein Halm. Was kann ich nur tun? Ach, sagt er, warte, bis ich wiederkomme. So ging er weiter. Er stieg den höchsten Berg hinauf. Steigt mal mit. Oh, ist das anstrengend. Aber da liegt es ja, das Glück, und schläft. So nimmt er seinen Knüppel, verprügelt das Glück, und das Glück muss versprechen, immer auf ihn zu achten. Die beiden bleiben noch eine Weile zusammen. Und der Mann fragt, ich habe da noch so drei Fragen. Warum auf einem Acker kein Halm wächst? Warum die Prinzessin nicht mit Liebe regieren kann? Und warum der Löwe immer hungrig bleibt? Das Glück gab ihm alle drei Antworten. Und so konnte er zurückgehen. Das Glück aber musste versprechen, von nun an jeden Augenblick auf ihn aufzupassen. Und das Glück versprach es auch. So kam er nach einer Weile zu dem Bauern. Der war wieder am Frühstücken und sie gerieten ins Gespräch. Da fragt der Bauer, hast du eine Antwort auf meine Frage? Ja, sagte er, das Glück sprach von einer Schatztruhe unterhalb dieser Fläche. Du musst nur ein bisschen buddeln. Ach, könntest du mir helfen? Fragte Bauer. Und so, sagt er ja, und beide fangen an zu buddeln. Sie finden nicht eine Schatztruhe, sie finden zwei, riesengroß und voller Gold. Da sagt der Bauer, weißt du, was soll ich mit diesem ganzen Reichtum für mich alleine? Bleib doch hier und ich teile mit dir das Gold und wir haben ein gutes Leben. Nein, nein, sagt der Mann, ich muss wieder nach Hause. Ich habe ja nun gerade mal mein Glück geweckt. Behalt du, Mann, dein Reichtum und ich gehe des Weges. Er verabschiedet sich, winkt mal, verabschiedet sich und kommt an das große Stadttor. Was müssen wir jetzt machen? Klopfen. Die Wachen tun dem Mann die Türe auf und fragen, oh, habt ihr eine Antwort für unsere Prinzessin? Und er sagt, na klar, ich habe mein Glück gefunden und ich werde der Prinzessin die Antwort geben. Und wie er bei der Prinzessin ist, so fragt diese, warum kann ich nicht in Liebe mein Volk regieren? Da spricht er, mein Glück hat gesagt, du sollst dir einen Mann suchen, der mit harter Hand Gerechtigkeit, Ordnung schafft, dass du mit deiner Liebe auch wirken kannst. Ach, sagt die Prinzessin, werd du doch mein Mann. Du wirst König über mein ganzes Reich und ich deine liebende Frau.
Nein, sagt der Mann. Ich kann jetzt nicht König werden. Ich habe doch gerade mein Glück geweckt und ich will wieder nach Haus. Ach, da lässt die Prinzessin ihn gehen. Winkt mal der Prinzessin zu. So kommt der Mann zum Löwen. Ach, und die beiden kommen ins Gespräch und der Mann ist so glücklich. Und der Löwe spricht ihn an. Du hast wohl dein Glück gefunden. Ja, ich habe mein Glück gefunden. Und hast du auch eine Antwort auf meine Frage bekommen? Was kann ich tun, damit mein Hunger gestillt wird? Ja, das Glück hat mir eine Antwort gegeben. Ja und? Du musst nur den dümmsten Mann der Welt fressen. Habt ihr es verstanden? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Denn wenn dieser Mann nicht vom Löwen gefressen wird, tja, dann weiß ich ja auch nicht. Tschüss!